Der Panther in Ghost Recon Breakpoint agiert wie ein Ninja. Sein Fokus liegt auf der Infiltration und dem verdeckten Vorgehen. Doch wenn es sein muss, schlägt der Panther blitzschnell im Nahdistanzkampf zu, um dann genauso schnell wieder zu verschwinden. Seine Fokuswaffen sind die Pistole, die Maschinenpistole und der Nahkampf. Darum schaltet er auf Rang 10 eine Scorpion Evo 3 Nahkampf und auf Rang 20 eine Scorpion Evo 3 Tactical mit eingebautem Schalldämpfer frei. Der Panther besitzt drei Klassenfähigkeiten. In den Schatten, welches ihm initial einen 10-Punkte-Bonus auf Tarnung gewährt, welcher auf Rang 2 auf 20 Punkte Tarnungsbonus aufgewertet wird. Flinke Füße verleiht ihm initial ein 5% schnelleres Bewegungstempo und ab Rang 6 sogar ein 10% schnelleres Bewegungstempo. Lautloser Tod entfernt den Schadensabzug für Schalldämpfer auf Pistolen und Maschinenpistolen. Heißt im Klartext, der 20% Schadensabzug bei Benutzung von Schalldämpfern auf Pistolen und MPs entfällt. Das Klassenobjekt des Panthers ist das Tarnspray. Dieses macht ihn generell unsichtbar für Drohnen und verhindert im PvP die Markierung durch Gegner. Seine Klassentechnik hört auf den Namen Phantom. Es handelt sich dabei um eine dichte Rauchwolke, die direkt an der Spielerposition erscheint, die Markierung des Panthers im PvP entfernt und im PvE Gegner verwirrt, wodurch diese nicht mehr wissen, wo sich der Panther befindet. Seine Klassentechnik lädt er auf, indem er Gegner tötet, Gegner aus der Tarnung tötet, Gegner auf kurze Distanz tötet und Schaden an Drohnen verursacht. Wie kannst du den Panther nun richtig spielen? Geh verdeckt vor, schleiche dich an den Gegnern vorbei, infiltriere gegnerische Stützpunkte leise, töte Gegner auf kurze Distanz oder mit Nahkampfangriffen und wenn du entdeckt wirst, löse die Phantomtechnik aus, um in einer Rauchwolke zu verschwinden wie ein Ninja.